Ja, moin Leute, hier ist wieder Seda, aka Devilmouse von theyoungfamily.de und ich mache heute eine weitere Folge von Wer wird Devler auf unserem Server. Ja, heute mit dabei haben wir natürlich wieder viele nette Kandidaten und viele nette Zuschauer, ne, von unserem Server, natürlich Leute, die bei uns auch spielen und fast täglich mit uns Zeit verbringen, sage ich mal so. Ja, hier unsere netten Zuschauer und hier unsere netten Kandidaten, die heute sind, der nette Kreativfisch, dann ein Namen, dessen Namen ich wieder nicht aussprechen kann, wieder mit Röschen für mich, dann der Gamezocker, der Jerome MC, oder PMC, Entschuldigung, dann Hunter-Eye, ja, und das sind unsere netten Kandidaten für heute. Ich mache das halt wieder so, bis ich halt über mein Tablet einen Zufallsgenerator halt die Namen halt eingeben werde und halt das auslosen werde sozusagen. So, dann werde ich mal das gleich wieder starten. Und unser erster Kandidat heute wird Kreativfisch. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ja, er ist zum ersten Mal dabei. Er ist auch allerdings ein Teammitglied, aber das heißt natürlich nicht, dass die Teammitglieder die Fragen kennen. Also er kennt nichts und komplett nichts. Ja, genau. Hallo. Na? So, wie gesagt, du hast das ja, also du kennst das ja bestimmt, die Regeln und alle Sachen und Joker, die du halt hast. Ne, da brauche ich dir ja nichts sagen. Also Joker kenne ich und Telefon, Chat-Joker, keine Ahnung. Ja, du hast halt einen Telefon-Joker, wo du jemanden selber halt befragen kannst. Mhm. Ne, und ein Publikums-Joker, wo ich dir halt einen aussuchen werde, der dir halt die Frage beantwortet. Sozusagen. Ne, und den 50-50, da werden halt zwei Antworten ausgeblendet. Mhm. Ne? Okay, gut. Dann würde ich sagen, wenn du bereit bist für die erste Frage, fangen wir auch an. Okay. So, und zwar, wie heißt der derzeitige Hauptentwickler von Minecraft? A. Notch, B. Jeb, C. Dinnerbone und D. Herobrine? Ich denke mal, das wirst du wissen. Ne? Also, ich weiß jetzt gerade... Du hast, wie gesagt, 20 Sekunden ab jetzt Zeit. Ich rate mal auf B, weil... Aber Dinnerbone macht die meisten Tweets. Ich sag mal B. B? Also nimmst du natürlich Jeb. Und ihr werdet natürlich sehen, ob die Antwort richtig ist. Sag ja, bitte sag ja. Und die richtige Antwort ist... Natürlich... Ja. Es war die richtige Antwort. Ne, hörst du ja an dem Sound. Damit hast du auch schon die ersten Diamanten verdient. Ne, hier kann ich sie jetzt mal vielleicht raufschmeißen. Ich weiß, die musst du danach aufsammeln. Das ist halt unser Studio-Pack wie immer. So, da diese Frage natürlich sehr einfach war, wir haben wie gesagt heute 12 Fragen, ne? Mal sehen, wie weit du kommst. wie gesagt, bereit für Frage 2? Ja. Dann los, Frage 2, bitte. Und zwar, wie viele verschiedene Gemälde gibt es im Spiel, also Default Resource Pack? A5, B8, C17 oder D26? Das ist schon ein etwas schwierigeres Kaliber, würde ich sagen, und du hast knapp gleich 20 Sekunden Zeit. Also ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, also weiß ich es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, das waren nicht viele. Hm. C. Denn, weiß nicht. Mhm. Ja, du hast nur noch ein paar Sekunden Zeit, um zu überlegen. Wozu tendierst du? Also auf jeden Fall nicht 8, das ist sicher, weil braucht extrem lange, bis man eine 1 gefunden hat. Mhm. Glaube mal C, ich weiß es wirklich nicht. Also du kannst dir wie gesagt die Frage einloggen oder halt einen Joker nehmen, wie du halt möchtest. Ne? Das musst du halt wissen. Ich nehme mal einen 50-50 Joker, aber bitte nicht gemeinsam und... Okay, ja, okay. Dann loggen wir den 50-50 Joker ein und würde ich sagen, fallen gleich zwei Antworten weg und wegfallen folgende Antworten. A und B. Genau, also bleiben noch C17 oder D26 übrig. Oder? Ja. Ich glaube mal 17. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich log mal 17 ein. Okay, so. Wenn du sicher bist, loggen wir jetzt die 17 ein. Und die ist leider falsch. Ich wusste es. Ja. Also ja. Es ist... Also es ist 26. Darf ich jemanden grüßen? Ja, wen möchtest du denn grüßen?
möchte gerne den Kolatokasinan grüßen, denn er ist mein Dog Buddy. Ah. Und er hat mich dafür bezahlt. Wo ist er denn überhaupt? Wahrscheinlich schon, schon im Bettchen. Nein. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht so und vielleicht bis bald. Okay. So, das war halt die zweite Frage und die Kandidaten sind bisher noch nie so weit gekommen, weil die erste Phase, es gibt manche Fragen, die sind wirklich sehr, sehr einfach, aber manche Fragen sind auch wirklich sehr, sehr schwer jetzt gerade geworden, so vor allen Dingen die gegen Ende gegenüber, denke ich mal, dass sich mein Team wieder tolle Sachen hat ausgedacht. So, nun zu Kandidaten Nummer 2. Ich werde ihn jetzt halt, wie gesagt, halt auswählen. Ich lasse das jetzt mal durchlaufen und starte es. Und unser zweiter Kandidat ist heute der Jerome PMC. Ja, hallo. Hallo. Na? Findest du deinen Stuhl noch? Ja, perfekt. Die Regeln oder so, weil Jerome ist natürlich auch ein Teammitglied, also nicht wundern, es kommen nicht nur Teammitglieder dran, aber deshalb wurde jetzt ausgewählt, ne, und es dürfen normalerweise eigentlich immer zwei oder ein Teammitglied mitmachen. Wie gesagt, die Fragen kennen sie überhaupt nicht und sind halt genauso schlecht darauf vorbereitet, hat man ja gerade gesehen, ne, Max? Nein. 50-50 Joker und Telefonjoker war es, ne? Ja, du hast einmal Telefonjoker und einmal Publikumsjoker. Publikumsjoker ist halt, da suche ich dir einen aus, der dir eine Antwort geben muss. Oder halt einen Vorschlag für die Antwort gibt halt sozusagen. Und beim Telefonjoker ist halt so, da kannst du jemanden auswählen. Okay. Und 50-50 erklärt sich von selber. Okay, gut, dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, starten wir. Ja, okay. Ja, kann losgehen. Gut. Dann Frage Nummer 3 bitte. Okay. Oh Gott, ey. Wie groß ist ein Chunk? Ne, und zwar 8x8x8. B 10x10x256. C 16x16x256. Oder D 8x8x500. Also das sind richtig schwere Fragen. Ja. Oh Mann. Wie immer läuft halt natürlich die Zeit gegen dich. Du hast noch aber ein paar Sekunden Zeit, um zu überlegen. Und ja, ich würde dich jetzt langsam bitten, dann halt auch vielleicht. Ja, eine, okay, dann. Also wie gesagt, du hast ja halt auch Joker zur Verfügung halt oder so, ne, nach dem. Okay, dann nehme ich den Telefon-Joker. Okay, dann wen möchtest du denn, der dir die Antwort sagt? Also es muss natürlich jemand sein, der im TS ist halt und der natürlich jetzt auch gerade verfügbar ist, ne? Daran musst du halt denken. Okay. Dann würde ich Chris nehmen. Aber Chris? Der ist gemutet. Oder geht Chris auch gar nicht? Channel. Kann ich das? Ja, dann sagen? Klar. Der geht nicht? Nee. Ja, geht okay. Nicht. Okay, so okay. Sagt die Regie. Gut. Dann nehme ich Hunter Eye. Okay, gut. Dann einmal Hunter Eye entmüden, bitte. Oh je, Jerome leider weiß es auch nicht, weil ja. Okay, ich bin mir nicht sicher, Aber ich glaube, ich würde mal raten, weil ich öfters ja wegen Chunks begegne, wenn ich lagge und so weiter, so ungefähr ist es zumindest keine 8x8x8 und keine 8x8x500. Ja. Könnte B sein, aber da bin ich mir nicht genau sicher. Ja, ich bin glaube ich auch für B, aber... So, dann würde ich euch bitten, vielleicht eine Entscheidung zu treffen, also er wird hier wahrscheinlich zu B. Okay, gut. Dann loggen wir B mal ein und B ist falsch. Nein. Ja, oh, leider. Verdammt. Tut mir leid. Also heute haben wir einen schnellen Kandidaten durch. Ich hoffe, wir kommen noch überhaupt durch unsere Fragen durch. Also gebt euch Mühe. Nein.
Ja, wenn ihr auch mal dabei sein wollt oder so, gerade ihr natürlich hier auch, die im Publikum rumsteht, joint bei uns auf dem TS, ts.youngfamily.de ist die IP. Da dann einfach erfahrt ihr zwischendurch mal natürlich die Termine, wann so Sachen halt natürlich aufnehmen. Und ja, und sagt uns Bescheid, dann könnt ihr natürlich als Kandidat mit, auch mitwirken. So, dann sind die nächsten Kandidaten dran. Und zwar Kandidat Nummer 3 werde ich jetzt, wie gesagt, halt wieder durchlaufen lassen. Ich fange jetzt an damit. Und der nächste Kandidat ist der Rosenkavalier. Also hier, Mr. Ja, dessen Namen ich nicht aussprechen. Du musst mir gleich den Namen sagen. Hedgehog, glaube ich, heißt das, ne? Wenn ich nicht ganz dumm bin. So, willkommen. Ich hoffe, du... Ah, jetzt geht's, okay. Ah, ja, perfekt. Also Hedgehog eigentlich ausgesprochen. Genau, okay. Also. Gut, Henrik, ja. Mich bewundert deine Rose die ganze Zeit. Nein, ist die für mich? Ja, kannst du auch. Okay, dann dafür kriegst du bei dir, Mann. Die kannst du dir nachher aufsammeln. Die fallen ja immer runter. So, also wie gesagt, du warst ja, glaube ich, noch nie mit dabei. Nee. Die Regeln, beziehungsweise so, die sagen halt, das halt, ist ja klar, das kennt man halt allgemein auch von der TV-Serie. Wir haben halt nur so halt Telefonjoker halt, wo du halt selber jemanden aus dem TS halt wählen kannst, der dir die Antwort eventuell verraten könnte. Ne, oder halt ein 50-50 Joker, wo halt zwei Antworten wegfallen, das ist ja klar. Oder halt ein Publikumsjoker, wo ich jemanden aus dem TS halt suche, der die Antwort vielleicht sagen könnte. Alles klar. Ne? Gut, wenn du denn bereit bist, dann würde ich sagen, fangen wir auch bei dir mit der nächsten Frage an. Okay. So, welche dieser Blöcke werden normalerweise nicht von der Schwerkraft beeinflusst? A. Amboss, B. Sand, C. TNT oder D. Drachenei? Ich sag, also kann ich schon sagen? Ja, ja, klar. C. TNT. C. Okay, wir warten halt, wie gesagt, noch die 20 Sekunden. Also du hast nach jeder Antwort, habe ich vergessen zu sagen, halt 20 Sekunden Zeit. Siehst du an dem Countdown und hörst du gleich auch im Countdown. Ja. Noch jetzt. Ne? Ja. Okay, du hast C genommen. Bist du da wirklich sicher? Ja. Gut, dann würde ich sagen, loggen wir C ein. Und C ist... Richtig. Ja. Na gut, die Frage war wirklich nicht schwer. Das habe ich jetzt gerade auch noch nebenbei gelesen gehabt. Gut, das war schon mal sehr gut. Wir haben noch ein paar mehr Fragen offen. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich stets mit der nächsten Frage an. Frage Nummer 4 oder Nummer 5, glaube ich.